Gott, die Steuerung ist ja... Das soll ich in unter 1,15 schaffen? Nee, machen wir nicht nochmal. Oh, da wartet jemand! Upsi! Ja, ich bin neu in dem Business. So, und jetzt? Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir haben Geld verdient. Ich kann man das Fahrzeug noch verbessern? Ja, wenn wir das in unter 1,15 geschafft hätten, hätten wir $20 verdient. Kommt der tanken? Nein. Oh, wir müssen mit Rudi den Sand noch wegräumen. Ja, Müllsack. Mit einem Müllsack in der Hand kannst du Kleinabfälle aufnehmen und Müllsäcke in Mülleimern ersetzen. Ja. Größere Abfälle wie Gerümpel oder gefüllte Müllsäcke müssen in Containern im Freien untergebracht werden. Müllabfuhr muss über den PC bestellt werden. Wenn du die Mülltonne lange Zeit stehen lässt, fangen sie an zu stinken und entmutigen die Kunden. Hier. Oh. Okay, wir können endlich Müll aufräumen, Leute. Ich finde das noch ein bisschen umständlich, immer mit der Tab-Taste. Aber... kriegen wir hin. So. Voll Müll. Eins, zwei... Endlich können wir hier Hausflipper spielen. Alles gut, Nico. Was steht dort für ein Computer? Moment mal. Steht ein Computer. Oh, Kunde! Wir haben Kunden! Oh! Entschuldigung, ich muss Müll aufräumen.
Nichts genug mit Aufräumen. Erstmal wird hier klar Schiff gemacht. Oh, ich glaube, der Container. Ah, doch, ist drin gelandet. Aber wo ist denn noch Müll voll? Mehr als die 2 Mülltonnen haben wir doch nicht. Oder hatten wir zu Hause noch was? Kunde an Kraftstoff! Kunde an Kraftstoff! Hallo! Gerne! Have a nice day. Danke! Aber wo ist noch mehr Müll? Ja. Der Link wird gepostet, aber bei Leuten, die nicht lange genug zuschauen, kommt das Lied nicht in die Liste. So, weißt du, was ich meine? So, wo ist Müll voll? Hier gleich nochmal bei mir zu Hause gucken. Einfach mal eine Autotür. In der Tankstelle. Woran sehe ich, wenn der Container voll ist? Zeigt es mir das überhaupt an? Schild können wir eigentlich noch gebrauchen. Ja, aber solange es ein YouTube-Link ist, solange es ein YouTube-Link ist, denke ich, wird es nichts Dramatisches sein. Und wenn es kein YouTube ist, kannst du es ja einfach timeouten. Und wenn du sicher gehen möchtest, dass das andere beim YouTube-Link kein Schindluder ist. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Kraftstoff. Dann kannst du es ja auch noch kontrollieren. Oh, ich hab... Are you kidding? Eventuell habe ich gerade Leertaste gedrückt von den Skill-Checks bei DBD. Und nicht die linke Maustaste. Ich glaube, die kommt nicht mehr wieder. Ich soll einen Besen kaufen. In der linken oberen Ecke wird der Verschmutzungsstatus angezeigt. Halte linke Maustaste gedrückt, um Fußabdrücke, Farbflecken und anderen Schmutz vom Boden zu entfernen. Wenn du dich nicht um die Sauberkeit kümmerst, werden die Kunden nicht mehr einkaufen.
Hey, es ist noch gar nicht sauber gewesen und das Spiel so fertig. Müllabfuhr. Was bist du für einer? Dennis. Was? Hey, ich kann nicht so... Verscheuche ihn. Ich muss was nach ihm werfen. Aha. Ich hab nix. Komm hier nicht. Konan-Kraftstoff, Konan-Kraftstoff. So, jetzt Maus, nicht Leertaste. So. Schon ein bisschen peinlich. Okay, ich muss halt immer irgendwo quasi was liegen haben, womit ich Dennis abwerfen kann. Passt auf, dann liegt hier, liegt unsere Planke, okay? Dennis. Was ist das für ein Auto? War das die Müllabfuhr? Entschuldigung. Ich habe dafür bezahlt, dass Sie den Müll abholen kommen. Bitte nehmen Sie den Müll auch komplett mit, okay? Kunde an Tank, Kraftstoff. Oh, Entschuldigung. Nice. So. Ach so, ich soll die Wände, Wände streichen. Aber hier ist noch irgendwo Müll. Kann ich eigentlich Rudi zurückholen? It's a kind of magic, habe ich als Errungenschaft. Choose your teammate. Ja, aber hier ist doch auch kein Müll. Wo ist denn der Müll voll? Ich möchte jetzt eigentlich nicht streichen. Und Konan-Kraftstoff? Ja. Konan-Kraftstoff. Wie viel haben wir denn noch? 106 Liter. Oh. Bestimmt ein Bug? Ja, das wäre voll nervig. Okay, dann müssen wir wohl doch streichen.
Hä? Oh. Das funktioniert ja super mit dem Streichen. Okay, wir haben gestrichen. Du kannst versuchen, jeden Kofferraum zu öffnen, aber du hast nur 2 Versuche pro Auto, um erfolgreich zu sein. Ich soll die Leute beklauen oder warum soll ich den Kofferraum öffnen? Schloss knacken. Ich weihe dich in ein Geheimnis ein. Du wirst wohl nicht weit kommen, wenn du nur nach den Regeln spielst. Viele von ihnen sind explizit dafür gemacht, Menschen in ihre Bahn zu halten. Ihren Bahnen zu halten. Aber manchmal braucht das Leben einen kleinen Kniff im sprichwörtlichen Schloss, wenn du verstehst, was ich meine. Aber lasse dir das Adrenalin nicht in ihren Kopf steigen. Höre genau zu. Stelle zunächst den Dietrich nach links oder rechts ein mit A und D. Wenn du glaubst, dass er richtig ausgerichtet ist, drücke ihn nach oben. Leertaste. Halte in dem Moment an, in dem du siehst, dass sich der Dietrich deinen Versuchen widersetzt. Passe die Position an und versuche es erneut. Wenn du das Schloss knackst, erhältst du wahrscheinlich etwas Geld, etwas zum Verpfänden oder vielleicht sogar eine einzigartige Dekoration. Je schwieriger das Schloss, desto größer die Chance auf eine bessere Belohnung. Denke daran, dass es Alarme gibt und du bestenfalls 2 Versuche hast, ein Schloss zu knacken. Wichtig, lösche diese Nachricht innerhalb einer Woche. Wenn du es nicht tust, werde ich sie mit anderen Mitteln löschen lassen. Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir. Verstanden? Gut. Ein bisschen kriminelle Energie. Ach so, na das Auto. A und D, Leertaste. Jetzt. Woran erkenne ich jetzt, wie das sein sollte? Bestenfalls. Ist ja voll Glück. Oder habe ich irgendwas übersehen? Hunde an Kraftstoff! Hänge das Gemälde in der Tankstelle auf. Schön. Ich hoffe, 3 Regale.